So, meine sehr verehrten Damen und Herren, online, also auf der Bühne, ob das hier Theater Courage ist, Richtung Rüttenscheid oder irgendwo anders. Ja? Theater, Bühne und online ist nun mal Kunstform. An alle meine Kunden, die hier im Medienhaus, Copyhaus und im Studio etc. vorbeikommen, normale Kunden, denen ich sage, wir haben hier, ich bin der Medienkanzler, das ist natürlich eine Kunstfigur, so wie Prashant ein Schauspieler ist, aber keine Kunstfigur, sondern Prashant ist ein Schauspieler, der dann eine Kunstfigur im Film darstellt. Er hat schon 90 Produktionen gemacht. Ich unterhalte mich gerade mit Prashant, weil es ist nicht so einfach. Also wir unterhalten uns, ja, dank der modernen Technik können wir das. Und ich lade euch jetzt hier als Medienkanzler ein, mal so mit am Rande dabei zu sein. So, Prashant und ich haben diesen sogenannten Fanclub. Er hat mir auch gerade wieder was geschickt. Ich habe ihm also einige Sachen auch schon geschickt. Ja, er hat okay gesagt, weil er hat es verstanden. Er hat okay gesagt. Ich habe ihm da ein paar Videoclips gezeigt. Ne? Ich zeige ihm das jetzt auch gleich. Und ich könnte es sofort machen, während ihr das seht. Also ich bin der Medienkanzler. Das ist der Prashant, der indisch-deutsche Schauspieler. Ich mache das jetzt mal eben, damit er sieht, dass ich einen Film mache über die Idee, die wir beide drauf haben. Mal gucken. Hallo Prashant! Ich mache gerade hier ein Live-Video. Das heißt, also ich drehe mich gleich um, dann siehst du die Kamera. Ich hoffe, in dem Moment kommt kein Kunde rein. Ich will nämlich meinen Kunden erklären, was wir vorhaben. Ich mache das mal, bevor ein Kunde reinkommt. Der Laden ist scharf geschaltet. So, ne? Siehst du, da ist die Kamera. Ne? Da mache ich alles. Die Kunden sehen das. Ne? Ich unterhalte mich halt gerade mit Prashant. Ich erkläre ihm das. Wie gesagt, der Fanclub ist da für euch, wo ihr rein könnt und so weiter. Also da läuft die Kamera. Ne? Da läuft die Kamera. Hier bist du. Das kriegt er jetzt persönlich, der Prashant. Ja, so. Da ist die Kamera. Das ist eine Steadicam. So eine Bewegungskamera. Und das Teil hier ist auch nicht schlecht, was ich hier in der Hand habe. Also wie gesagt, Prashant, ich mache das. Also ich hoffe, dass Prashant mir irgendwelche Clips rüberbringt, die ich dann hier einbinde als Medienkanzler. Ich schaue gerade da oben in die Kamera rein, wenn du fragst, warum ich da hochgucke. Ne? Also hier ist alles so machbar. So, ich hänge dich jetzt wieder weg und schalte wieder scharf zu meinen Kunden. Euer Medienkanzler hier, euer Medienkanzler will jetzt euch erklären, was dieser Fun ist, den wir da zaubern wollen. Prashant und der Medienkanzler, das ist eine Kunstfigur. Für euch Kunden bin ich natürlich immer der, der ich bin, ist klar. Ich muss immer hin und her springen. Jetzt bin ich die Kunstfigur, mache diesen Videoclip da, spreche mit Prashant live hier. Ja, er kriegt dieses Video, er schickt mir seins zurück. Also lasst euch einfach mal überraschen, was dieser Medienkanzler da jetzt vorhat. Das ist jetzt für den Medienkanzler. Ne? Das ist jetzt nicht dieses Video, was ich da gemacht habe. Also dieses Video, was ich jetzt hier gerade gemacht habe für Prashant, wird Prashant natürlich dann auch bei YouTube sehen können. Ne? So machen wir das. So kriegen wir das hin. Okay? Ich hänge jetzt da ein und mache dort weiter. Okay? So. Während der das rüberschaufelt, das geht ja ziemlich schnell in der heutigen Zeit, wir haben hier 100 Mbit Leitung. Also wie gesagt, auf diesem Wege begrüße ich total und recht herzlich Prashant. Prashant, der Schauspieler aus Indien, deutscher, also deutsch-indischer Schauspieler, den ihr alle kennt, der also wirklich einen ganzen abendfüllenden Film bei Cobra 11 schon ergattert hat. Einen ganzen Film, den versuche ich auch noch zu bekommen, weil ich mir den halt gerne nochmal anschauen möchte. Kann sein, dass es auf der Videothek ist, bei RTL oder so. Also wie gesagt, ich habe auch sehr viele Sachen schon mit ihm gesehen. Seine Rolle bei Action, das hat mir unheimlich viel gefallen, weil der Regisseur von dem Film Action aus Bayern, das war eine tolle Geschichte. Ja? Die anderen Produktionen habe ich noch nicht gesehen. Wir haben natürlich eine Menge vor. Das Problem an der Geschichte ist für unsere Kunden, für unsere Fans. So einfach ist das nicht. Das sind reichliche Wege, die wir da auf uns nehmen, um uns zu treffen, solche Videos zu machen. Solche Sachen kosten horrendes Geld. Wir sind zwar bereit, so viel Geld auszugeben, um für euch tolle Sendungen zu machen, aber als Medienkanzler möchte ich einfach mal die Wahrheit nicht als die Wahrheit verkünden. Hier auf meiner Seite, Medienkanzler, Sondersender, NRW,
TV und Ultra HD Web TV. Also dort zum Beispiel und dann die Kunden hier tagtäglich, wo ich dann unterbrechen muss, solche Sachen mache ich, damit ihr seht, dass das Wahrheit ist, also dass es einer Wahrheit entspricht. Jetzt keine Fake-Geschichten, es gibt sehr viele Fake-Geschichten. So, es gibt auch sehr viele, die damit Geld verdienen, richtig Geld verdienen, ob das nun die Kanzlei BBS ist, die da irgendwelche Sachen machen und ja, klick, 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 da verdient ihr richtig Geld. Er hat ja am 1. April da diese Wahnsinnsgeschichte, mal alles stürzt sich drauf. Er freut sich, weil er verdient sein Geld damit. So, noch einmal für die Missgünstler da. Ich mache den Medienkanzler aus Spaß. Sollte jeder gemerkt haben, dass das Spaß ist, dass der Spaß rüberkommt, dass wir Spaß haben, um euch auch ein bisschen Spaß rüberzubringen. Es geht jetzt hier nicht um Geld zu verdienen. Weil wenn es jetzt hier beim Medienkanzler um Geld verdienen gehen würde, dürfte ich sowas gar nicht machen. Da müsste ich, wie gesagt, Prashant engagieren, den Schauspieler. Ich müsste den dann in eine Rolle parken, die er dann auch verkörpert. Und ihr mögt dann diese Rolle vom Schauspieler Prashant, ja? Ihr mögt ihr und dann entsteht das. So funktioniert an sich die Wirtschaft, ja? Man sendet eine Botschaft und die Botschaft wird angenommen und dafür bekommt man sein Geld. Aber wir sind Freunde, wir müssen immer abwägen, wie viel Geld, also wenn ich mal eben zu ihm fahre, kostet horrendes Geld, sage ich, komm, schmeiß das da in den Automaten. Ich bin beim Prashant, mach die Kamera scharf, wir haben Spaß. So funktioniert das in unserer Welt. Das möchte ich einfach mal so als Unternehmer, der 40 Jahre jetzt feiern. Ich feiere 40 Jahre analog-digitale Wandlungen. Ja? Ich feiere den AWH Movie, der seiner Arbeit nachgeht. Ich feiere den Medienkanzler, der seiner Arbeit nachgeht. Bei der Medienkanzler zum Beispiel ist No Commerce. Das heißt also, ich bekomme dafür kein Geld, mache es trotzdem und sende es dann zum BDFA. Der BDFA ist so ein Dachverband, ja, von verschiedenen Vereinen, die Filme und Fotos machen, daraus Geschichten machen, 3-Minuten-Geschichten, 20-Minuten-Geschichten. Wir haben natürlich zig Bundesländer, 16 an der Zahl, und in jedem Bundesland und in jeder Stadt wird irgendwas gemacht. Damals in Dortmund war der Spielfilm. Und jetzt kommt ein Kunde, jetzt muss ich unterbrechen. Morgen! Hallo! Hallo. Morgen! Ich hatte gerade wieder super Kunden, weil, wie gesagt, das ist hier ja ein Medienhaus. Medienhaus Copyhouse. Und da ist Sir Prashant. Ja, wir beide werden da schöne Sachen machen. Ich werde mal eben aktivieren. Medienkanzler oder Bundeskanzler. Ja, ich bin der Medienkanzler, Bundeskanzler. Ufer, ja, genau. Aus Göttingen nach Essen. Korrekt, statt Essen. Da wohnst du, oder? Wo mein bester Freund Henning Baum gelebt hat. Korrekt. Schöne Grüße aus Göttingen und ich bin, was mache ich gerade? Sehr beschäftigt, was? Auch nicht schlecht. Jetzt macht er doch wieder Werbung. Da haben wir gemacht in Hamburg. Hat mega Spaß gemacht. Also, ich begrüße dich ganz herzlich. Amen. Bundeskanzler oder Medienkanzler oder keine Ahnung. Ich bin bald bei dir im Studio. Zwar, du bist one and all. Du kannst alles, du kannst schneiden, du kannst hier Demoband drehen und Showreel drehen, fotokopieren, pipapo, papalapap, was du immer sagst. Wir sehen uns bald in Essen. Da gibt es bestimmt auch was Essen, oder? Ja, logisch. Wir finden also noch einmal, das ist alles echt. Es geht jetzt hier um die Kunden, damit man sieht, wir reden nicht nur dummes Zeug. Nein, nein, wir sind alle echt. Nur an alle Kunden, beziehungsweise auch an alle Fans von Prashant und auch Fans vom Medienkanzler und auch an alle Filmautoren vom BDFA. Es ist nicht so einfach, weil wir wissen noch nicht, welches Klientel wir ansprechen wollen. Wir wollen einfach sein, wie wir sind, vor laufender Kamera. Das war jetzt halt Werbung für so ein Bier, das muss auch sein. Und es macht so viel Spaß, mit Prashant zu arbeiten. Ja, Bundeskanzler bin ich nicht, will ich auch gar nicht sein, um Gottes Willen, ich bin der Medienkanzler. Also noch einmal, es gibt den Kochkanzler, es gibt den Medienkanzler und es gibt Reinhold Ruhrgoll. Und es gibt das Theater Courage. Problem ist halt nur, wir haben uns alle aufgelöst, es gibt auch die Beatles Revival Band, ja, den gibt es auch.
Also es gibt hier so viele Künstler. Nur jetzt, nach 40 Jahren Jubiläum, haben wir halt vor, eine tolle Geschichte zu machen. Und ich hätte Ihnen auch gerade gesagt, das kann ich jetzt während der, genau, ihr kriegt das jetzt mal mit, wie wir jetzt hier eine Sache aufbauen. Ja, er kriegt jetzt ein Video von mir zurück. So, passt auf. Ja, so war das gemeint. Ne, ich bin zwar nicht der Bundeskanzler, bin ich nicht, ich bin der Medienkanzler. Ich kann ja auch ein anderer werden, ist ja kein Thema. Jedenfalls begrüße ich auf diesem Wege Prashant, der in Göttingen zu Hause ist, der gerade hier diese schöne Bierwerbung gemacht hat. Ich glaube Alster. Ich mache jetzt mal Werbung für die Firma Alster. Bierwerbung, wie gesagt, wir machen das jetzt kostengünstig, wir machen das normal, diese Werbung haben wir jetzt gezockt, gemacht, getan. Die Mütze stand ja an, ne, die Mütze stand ihm gut, ne? Die Mütze stand ihm, also das Video wirst du sehen, das ist richtig, ne? Also ist, die andere Kamera läuft scharf, da, ich drehe mich nochmal, die läuft scharf, da ist sie, ne, die läuft scharf und dein Videoclip ist schon damit eingebaut, ist ja schon drin und jetzt unterbreche ich wieder. Hallo. Um auch Fragen mal kurz zu beantworten. Also der Medienkanzler meiner eine ABR Movie, Sondersender, Ultra, die WebTV etc. pp. Ist eine Produktionsstätte, wo produziert wird. Meiner einer hatte an sich nicht vor laufender Kamera was zu machen etc. pp. Aber jetzt macht das halt. Und ihr kennt ihn halt jetzt, diese Kunstfigur. Ihr kennt auch mich. Viele kennen mich halt also auch hier im Shop bzw. in der Firma. Als Kunde. An alle Kunden, wie gesagt, wir sind natürlich nebenbei auch noch eine Kunstfigur und helfen. Jetzt gerade eben mache ich halt die Bilder fertig für Prashant. Prashant hat mir die Bilder. An alle, die jetzt diese Videoclips sehen, an alle Produktionsfirmen, Fotografen, ihr werdet natürlich genannt, das ist klar. Bitte, ich persönlich als Medienkanzler kann jetzt nicht wissen, was Prashant mir da jetzt gibt. Der hat mir reichlich viele Informationen, reichlich viele Videoclips gegeben, die ich einbinde in den Fanclub, den ich betreue für ihn. Wie gesagt, das werden wir alles in einer gewissen Sendung mal eruieren, auf den Weg bringen. Wenn wir wirklich zusammen vor der Kamera agieren als Sendung und wir hoffen, dass diese Sendung euch dann auch gefällt. Jetzt sind das ja diese Produktionsofferten, damit ihr seht, wie gearbeitet wird, dass es auch wirklich ist, dass es echt ist, alles. Wie gesagt, ich habe gerade, ich ziehe dann die Bilder und wie gesagt, diese Fotos sind ja von jemandem gemacht worden, da die ja jetzt aber wirklich vom Prashant selber hier rüber gegeben werden. Ja, Prashant gibt mir gerade die Bilder, ich nehme die gerade ins Portfolio auf. Ich mache heute halt so eine Sendung, weil wir ziemlich viel Spaß hatten, habt ihr auch vorhin gesehen. Wir arbeiten also sehr viel mit dem Smartphone, alles veröffentlichen wir nicht. Wir nehmen halt dann so Sachen auf, wir zeigen auch, wo wir gerade sind, was man da gerade machen könnte für unsere Fans bzw. für die Fans von Prashant. Ich möchte natürlich euch sensibilisieren auf den Prashant. Ich bin bekannt, mich braucht man nicht, also ich fühle mich ein bisschen nicht wichtig, bin gerne dahinter. Ich lichte gerne den Prashant ab oder andere Schauspieler, auch die Schauspieler, die mich jetzt hier kennen, mit denen ich ja auch korrespondiere. Auch wir können das irgendwie machen, wir können das einbinden, das ist richtig. Einen wunderbaren Gruß zu Hamburg, du weißt, wen ich meine. Und nach Frankfurt, Nürnberg, ihr wisst, wen ich jetzt meine, ich will jetzt keine Namen nennen. Diesbezüglich können wir das ja per E-Mail abschicken. Ja, ich richte also meistens E-Mails ein, dass da, wie gesagt, keine Fremd-E-Mails dazwischen kommen. Ich habe auch für die Kunden hier vor Ort eine Spezial-E-Mail für deren Dossiers, für deren Sachen, Bilder etc., die dann sofort gelöscht werden, so wie eben auch. Darum musste ich ja wieder dieses schließen. Ja, ich habe gerade wieder einige Sachen machen müssen, auch einige Fotos wieder machen müssen und dann mache ich zu. Dann, ne? Das wird nicht gezeigt. Noch einmal, an alle, die mich immer fragen, ich kann nicht immer alles zeigen, weil vieles ist halt, so wie das hier, das ist ein Auftrag. Ja, ich zeige euch jetzt die weiße Seite. Ja, die weiße Seite. Das ist ein Auftrag. Ein Kunde kommt vorbei, der braucht das, weil er auf eine Messe muss. Dann mache ich ihm das fertig. So, jetzt kann ich euch ja nicht zeigen. Wenn er zu mir sagt, ich soll keine Werbung für seine Firma machen, dann mache ich das ja auch nicht. Na, also, wir haben also, wie gesagt, vieles zu tun. Dias,
Aufarbeitungen, Filmaufarbeitungen. Deswegen heißt es ja analog-digitale Wandlung. Das macht der Medienkanzler. So, also wie gesagt, ich mache jetzt weiter. Prashant hatte natürlich sehr viele Schauspielkollegen schon neben sich und er war ja auch schon bei sehr vielen Schauspielkollegen unter Vertrag als Nebendarsteller oder sogar Hauptdarsteller. Deswegen 90 Produktionen, es geht jetzt weiter und weiter. Bald ist er bei der 100. Produktion, dann können wir direkt eine Fete feiern. Ja? Die Sektkorken auch machen, hätten wir ja auch so schon bei der 50. Produktion machen können, hätten wir. Ja? Also wie gesagt, ich will die Sendung jetzt auch nicht allzu lange machen, weil die spontan mal wieder entstanden ist und die läuft jetzt halt beim Medienkanzler, hat jetzt nicht mit Prashant zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Kunden, es gibt die seriöse Seite von Prashant, wo ihr euch reinschauen könnt, wer ist der Schauspieler und so. Dann gibt es diese etwas, wo jeder, der mit ihm zu tun hat, wirklich, die Showbühne. Der Fanclub ist die Showbühne von Prashant, wo wirklich alle Action, alle Fotos, alle Alben, da lade ich euch total recht herzlich ein, auf der Fanseite, also nicht die Fanseite, sondern der Fanclub, der wirklich Prashant gehört, den ich für Prashant aufpasse, dass da alles richtig läuft. Irgendwelche Sachen, die da nicht hingehören, die kommen natürlich weg. Im Fanclub soll alles für Prashant sein. Wenn ihr Bilder habt, wenn ihr ihn getroffen habt, ihr habt ihn interviewt, ja, das hat mir alles angesehen. Ich habe ja reichlich jetzt, ich habe extra ein Case, wo er drin ist, wo alle Bilder drin sind, nur von Prashant, die ich dann ziehe. Werde auch sicherlich eine tolle Video- bzw. auch eine Clipshow machen, ne? Hallo, morgen. So, Prashants bester Freund ist natürlich der Herr hier. Sein Name ist Henning Baum. Ja, Henning Baum hat hier um die Ecke gewohnt, wohnt jetzt aber in Köln. So, das hier ist die Stadt Essen, wo der Medienkanzler, wie gesagt, arbeitet. Hier waren wirklich sehr viele Schauspielkollegen und Produzenten und so weiter und Musik und so weiter. Ich werde auch irgendwann mal so einen Videoclip machen, wer alles schon hier war. Viele wissen es ja. So, ich werde mit Prashant eine tolle Sache machen. Nur die Entfernung ist riesig, die Dollars, die da im Raum schweben, müssen auch gestemmt werden. Und ja, es muss eine tolle Geschichte sein, dass auch ihr als Fans mit Prashant, ich meine, Prashant ist on Tour, ihr habt sicherlich schon gesehen, wo Prashant schon überall war. Ich habe mir auch gerade, wie gesagt, auch Oliver Pocher die Geschichte angesehen mit ihm und wie gesagt, diverse Sachen anders auch. Es macht riesen viel Spaß, im Hintergrund da zu arbeiten. Jetzt kommen wir mit einer sogenannten Sendung. Dieses ist jetzt hier meine Sendung hier, der Medienkanzler. Ich zeige halt heute, dass jetzt momentan im Jahre 2019 die Produktion wieder angelaufen ist, halt mit Prashant. Prashant ist nun mal ein sehr guter Darsteller, Schauspieler und er ist als Person auch ein super toller Mensch und das soll er jetzt auch, wie gesagt, rüberkommen. Er ist wirklich ein Pfundskerl und es macht unheimlich viel Spaß und wenn wir auch so korrespondieren und wenn wir auch mit unseren eigenen Videoclips arbeiten, diesen Fanclub, wie gesagt, möchte ich euch näher bringen, ja, seinen Fanclub, wo ihr dann alle wirklich ihn auch hautnah treffen könnt, irgendwann, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Seriosität bitte beachten auf den richtigen Seiten, auf den richtigen Webseiten, auf Wikipedia und natürlich IMDb. Da und da gibt es noch diverse andere. So, ich unterbreche wieder. Morgen! So, die Tochter freut sich, dass sie auch ein Autogramm bekommen hat. Das werde ich ihr auch gleich übergeben. Sie ist momentan noch in der Schule, in der Berufsschule. Wie gesagt, über Prashant wurden schon Bücher geschrieben, das ist kein Scherz, Biografien und so. Man hat sich da schon bemüht, über ihn zu recherchieren und Bücher zu schreiben. Wie gesagt, ist klar, die Bild-Zeitung musste natürlich auch schon mal über ihn schreiben. Er hat auch Nikolaus-Bericht und auch diverse Fernsehsender haben über ihn berichtet. Es sind also einige Zeitungsartikel über Prashant schon geschrieben worden, so ist das ja mal nicht. So, als Begleiter, als Fanclub-Begleiter, als Medienkanzler habe ich jetzt, wie gesagt, noch keine Sendung
mir ausgedacht, kann ich natürlich wieder machen, ist kein Thema, das wisst ihr ja. Ich habe ja über 4800 Clips gelöscht, die natürlich ziemlich hohe Resonanzen hatten, muss ich einfach mal sagen. Nur wie gesagt, die ganzen Firmen gibt es ja halt nicht mehr. Samload gibt es nicht mehr, Kevego gibt es nicht, Dailymotion gibt es noch. Das ist so ein Gegenstück von YouTube aus Frankreich. Ja, YouTube Amerika sitzt da irgendwo in Irland wegen steuerrechtlichen Gründen. Früher, deswegen sagte ich das, früher saßen die dann aus steuerrechtlichen Gründen in Belgien. Ja. Jetzt aus steuerrechtlichen Gründen sind sie jetzt in Irland. Ja. Aber gegründet ist es natürlich in Amerika, in Massachusetts, ist klar, dort kommt YouTube her. Ist alles klar, es kommt alles aus Amerika, aber steuerrechtlich. Wir sprechen von ganz anderen Geschichten. Wir bleiben jetzt hier bei Prashant. J-Ball, wie gesagt, ein deutsch-indischer Schauspieler, indischer deutscher Schauspieler, der, habt ihr ja vorhin gesehen, über Smartphone machen wir. Ich binde das, wie gesagt, in die Fangruppe ein. Ihr seid in diesem Fanclub, weil in diesem Fanclub, das ist eine Showbühne, und auf dieser Showbühne wollen wir da den Prashant begleiten. So, wir werden ihr auch, wenn ihr mal ein Selfie macht mit ihm, könnt ihr das im Fanclub natürlich unterbringen. Ich mache das jetzt hier als Medienkanzler, Untermedienkanzler. Ich binde das jetzt nicht beim Fanclub ein. Es wird also auch ziemlich smalltalkt hier. Und ich smalltalke jetzt mal eben ganz schnell weiter. Wenn was Interessantes ist, halte ich es natürlich in die Kamera. Noch einmal, manchmal muss ich sehr lange unterbinden, also erst abends bekomme ich dann diese Clips auf meine Timeline, die ich dann halt umändere. Ich werde sicherlich eine kleine Minishow einbinden, ich werde die Bilder einbinden, ich werde euch den Prashant etwas näher bringen, Prashant bringt euch sowieso näher. Wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß mit ihm zu arbeiten. Wie gesagt, nur die Entfernung, das ist halt nun mal durch die Dank der neuen Technik, kann man da vieles machen. An einer sogenannten Fanclub-Show arbeiten wir noch. Wir arbeiten überhaupt an alles. Wir wollen auch an wichtige Drehorte, die vor sehr langer Zeit hier mal wichtig waren. Ja, weil das verdammt gute Filme waren. Ja. Sollte Prashant selber zuschauen, lieber Prashant, einige Fragen nach, in welchen Filmen. Das wäre natürlich super toll, wenn ich wüsste, in welchen Filmen, das sind ja 90 Produktionen, wo du überall warst. Und wie gesagt, Cobra 11 ist ja komplett. Den muss ich auch versuchen, irgendwie zu bekommen, diese Folge, damit andere, die dich gerne dann sehen möchten. Ich habe nämlich mittlerweile so viele Anfragen, wo ist er denn, wo kann ich den sehen? Ich sage zum Beispiel bei Action, ja, oder im ZDF-Programm, da war er da im Moment der Taxifahrer in London zum Beispiel, und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir arbeiten daran, dass er auch mal selber einen eigenen, und wir arbeiten auch daran, dass er eine eigene Serie bekommt, jetzt hier für euch im Fanclub, daran arbeiten wir. So, wie wir das hinbekommen, das wissen wir noch nicht, weil es sind harte Entfernungen, diese harten Entfernungen kosten auch für Fremde sehr viel Geld, und wenn das Geld irgendwie eingesetzt werden kann. Wir wollen jetzt keine Sponsoren aufrufen, natürlich können auch Sponsoren mitmachen, die dann die Gelder frei fließen lassen, um daraus einen Film zu machen, eine Serie zu machen, die sogenannte Prashant on Tour oder Prashant Serie. Ich hatte ja auch vorgeschlagen beim Action-Konzept bei Herrn Jura, dass Erdogan mit Prashant sozusagen ein Türke, ein Inder auf der Autobahn unterwegs, aber wie gesagt, Prashant hatte dort schon seinen Auftritt, dann ist die Sache erledigt. Ne? Ja, ist halt so. Oder ich widme mich jetzt wieder dem Smartphone. Und Prashant, danke nochmal. Also die Tochter sagt danke, danke, danke fürs Autogramm. Ne? Ist klar. So, ich denke mir noch was sicherlich aus. Was genau, weiß ich noch nicht. Ansonsten war es das. So, auch wegen den Urheberrechten und so. Das hier, dieses Foto, ist geschenkt worden als Überbringung von Prashant an Tochter als Karte. Aber ich möchte auch nennen, wer überhaupt diese Aufnahme mal gemacht hat. Und zwar war das Nenad Lusik. Nenad Lusik, der hat dieses Foto gemacht. Das ist ein Fotograf, der... Ja, genau. Also Nenad Lusik,
Er hat die Bilder gemacht, auch die Schnappschüsse hat er gemacht. Er ist natürlich auch Mitglied im Fanclub bei Prashant. Aber ich möchte einfach so am Rande sagen, als Medienkanzler, wenn ich schon sowas in die Kamera halte, dass Nedak Lucic das gemacht hat. Wenn die Bilder, die hier hochgefahren werden, sind natürlich alle urheberrechtlich geschützt, das ist richtig, aber die Urheberrechte liegen bei Prashant selbst, ja. Da er nun mal der Fanclub-Leiter ist sozusagen, er ist auf dieser Showbühne und das sind seine Sachen, seine Archivsachen, die ich, damit er Schnaufpause hat, damit er sich ein bisschen relaxen kann, dass er sich mal ein Bierchen nehmen kann. Ihr wisst, bin ich jetzt da als Medienkanzler und mache das. Ich schaue mir das an, ich suche die Bilder, ich suche die Sequences, mache aus den Sequences neue Gestaltungen. Wir werden auch eine Sendung machen, wir werden auch eine Serie machen. Wir werden also viele Sachen machen, auch trifft den Star irgendwie, müssen die Leute dann wohl nach Göttingen oder zur Stadt Essen oder halt Köln, müssen wir mal gucken, wo es am naheliegendsten ist. Aber dann in Sommerzeiten, muss nicht jetzt 2019 sein, weil 2019 bin ich hier noch beschäftigt so ein bisschen mit Star Wars. Ich hatte gerade einen Briten da, der eine Maske suchte fürs Kind, aber ich habe leider keine Kindermasken da. Und die Chewbacca-Maske, die da ist, ist halt eine Echtfell-Maske, aber mehr für Erwachsene, so ungefähr Statue Chewbacca um die 2 Meter, sollte alles auch der Body, ne, Bodysuit von Chewbacca, sollte dann in dieser Größe sein, sonst sieht das aus wie ein Sack. Okay, ich gleite wieder aus. Ich hatte auch gerade noch ein bisschen hier mit Patrick Naumann, der hat wunderbare HDR-Bilder von sich da, aus dem Bali-Knast gezeigt. Ich meine, dass er da sein Bali-TV macht, finde ich auch nicht schlecht. Ich finde es gut. Wie gesagt, ich helfe gerne, Künstler helfen gerne Künstler. Und wie gesagt, Prashant ist auch gerade beim Medienkanzler. ich bin nur mal der Administrator, ja, bei Prashant. So, bei diesen sogenannten YouTube-Mini-Clips als Medienkanzler und unter der Rubrik Medienkanzler Facebook seid ihr natürlich total recht herzlich eingeladen. Natürlich könnt ihr auch Aufträge da lassen, ist richtig, aber die werden dann nicht von mir gezeigt. Das sind eure Aufträge, so wie eben, es wurde ein Auftrag abgeholt. Da geht also Aufträge werden halt auch wie dies hier, ne? Das ist ein Datenträger, das ist ein Auftrag, die dann übermittelt werden hier auf dem USB-Stick, die dann aus diesem wiederum ein Film gemacht wird. So eine Art Dia-Show, eine schöne Dia-Show könnte man für Prashant machen. Mal gucken, werde ich mich dran setzen und eine wunderschöne Dia-Show von Prashant machen. Ich kann zwar dann die Urheber nicht alle drunter packen, weil ich dann die ganzen Fotografen nicht kenne. Prashant kennt es, ist aber, wie gesagt, eine Produktion von Prashant, für Prashant und auch für euch in dem Fanclub. Ja? Prashant Fanclub wird alles für euch gemacht. Unter der Rubrik von Prashant, ja, ist alles von ihm. Alles von ihm. Ich mache es nur für ihn. Ja, also er, ja, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich, kannst du das nehmen, kannst du dies nehmen, kannst du jenes nehmen. Da sage ich so, okay, gib her, zack, zack. So, ich mache das dann für ihn fertig. Somit ist das dann hiermit durch so ein Video auch auf den Weg gebracht. Was ihr alles erleben werdet, wird alles von Prashant selbst sein. Für euch sein, von ihm für euch und auch für ihn. Ja, ihr dürft halt auch, wenn ihr ihn getroffen habt, alles da reinpacken. Kein Thema. Dafür ist dieser Fanclub gedacht. Treff deinen Star. So, Prashant war natürlich auch bei Nina Rammershofen. Nina Rammershofen macht ja auch eine Sendung in Hamburg. Also er war also auch bei der Nina Rammershofen. Er war natürlich bei vielen, bei sehr vielen. Ihr könnt, wie gesagt, in diesem Fanclub-Seite könnt ihr alles reinschreiben, ob er schon bei euch war. Ihr könnt natürlich auch hier drunter schreiben, ob er schon da war. Also bei mir müsst ihr jetzt nicht allzu viel drunter schreiben. Ihr könnt es natürlich immer schön bei Prashant es selbst drunter schreiben. Nina Rammershofen hat ja auch reichlich viele Beiträge und ist natürlich auch immer willkommen. Hallo, grüße. Da ich natürlich viele Kunden habe und somit auch viel unterbreche, weiß ich manchmal nicht, wie lang. Ich lasse die manchmal so lang, wie sie sind. Ich möchte halt ein gutes
Werk erstellt für Prashant. Wie gesagt, wir arbeiten daran. Nur Göttingen statt Essen ist eine Kilometerzahl und kostet horrendes Geld, weil eben für Small Talk, das geht nicht. Also wir müssen es vorbereiten, wir möchten es vorbereiten, wir arbeiten dran, wir sind natürlich immer verbunden mit unseren Smartphones. Natürlich können die Smartphones, können wir da ein paar Geschichten einbinden. Und diese Geschichten, die wir dann da einbinden, wird dann schätzungsweise irgendwann mal eine tolle Geschichte werden, denn wir wollen richtig arbeiten. Hier in der Stadt Essen wollen wir Dreharbeiten durchführen. Schauen wir mal, was wir da auf den Weg bringen, welche Schauspieler vielleicht noch dazu stoßen, dass vielleicht eine tolle Sache wird. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit Prashant on Tour. Mal schauen, hier an Ruhr, ne? Prashant on Tour, an Ruhr zum Beispiel. Müssen wir gucken. Oder wir besuchen diverse Drehorte hier in der Stadt Essen. Oder wir machen eine Sendung und ihr lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, so take ich jetzt out. Ne? Und sage bye bye, wir erleben uns. Ich will hoffen, der Medienkanzler ist euch weiterhin gewogen. Bei Facebook könnt ihr und beim Sondersender NRW TV und Ultra D Web TV könnt ihr das nachvollziehen. Aber ich möchte euch auf den Fanclub von Prashant, ja, den Fanclub von Prashant, da sollt ihr hin. Facebook, gibt einfach an seinen Namen, da steht Fanclub hinter und da geht er dann hin, meldet euch und dann geht's los. Ja, geht's los. Warum der Erste noch kein Geschenk bekommen hat, der Erste, weiß ich gar nicht, wer der Erste da war. Das ging alles so schnell, wie wir da am Basteln waren. Also der 1200. der bekommt etwas, weil er nämlich dadurch Facebook, also der 1200. bewirkt bei Facebook, dass das eine gewisse Gruppe wird. Also wir werden dann durch Facebook, wird das dann eine Gruppe, die haben, also Facebook hat ja da irgendwelche Richtlinien, ja. Würde mich freuen, wenn ihr den Medienkanzler, Ultra, die Web TV und so weiter auch irgendwie anklickt, anpusht. Natürlich Prashant auch und vor allen Dingen den Fanclub, dass ihr da wirklich Lust und Laune habt und auch die Sachen, die ihr mit ihm zum Beispiel erlebt habt, eintragt. Ich schaue mir das alles an, könnte eine tolle Geschichte vielleicht werden. Wir wollen also im Jahre 2019 jetzt mit Prashant einiges machen. Der Medienkanzler macht also noch ein bisschen mit Star Wars, aber nur 11. bis zum 15. in Chicago ist ja Disney. Da schaue ich jetzt auch gleich mal nach. Also diese Sendung wird also Star Wars ein bisschen zur Seite und wird Prashant hochgefahren als Fanclub. Also denkt dran, hier euer Medienkanzler bearbeitet jetzt den Fanclub von Prashant. Und wenn ihr interessante Sachen habt, bringt die mit und wir bauen die dann da ein. Okay? Alles klar. Also, see you later, alligator, wild crocodile. Zum Abschluss nochmal ein fettes Dankeschön an Prashant, der da in Göttingen momentan am Arbeiten ist. Und ich für ihn den Fanclub fertigstelle. Ich möchte aber auf diesem Wege als Medienkanzler auch nochmal Danke sagen für meine Kunden, die da waren. Diese hier, My Heart Field, and take a listen to these guys. Ja, das sind junge Musiker. Alles, was ich jetzt hochhalte, kann man bei Google eingeben, auch hier Heart Field. Dann seht ihr, welche Musik die machen. Ihr könnt sie also auch bei YouTube sehen. Natürlich auch Claudia Perez aus Österreich, die hier war, könnt ihr beim Sondersender NRW TV euch anschauen. Natürlich Angela Nebauer, das war auch eine Zeit lang auch promotet und alles. Sie macht Schlagermusik. Dann haben wir die Sandra aus den Niederlanden, die zu, genau wie Hey DJ, spiel mir mein Lied von Julia. Die alle, jawohl, alle zu Mein Leben ist Musik zu Roy gehören. Roy van Rens war damals auch hier. Ich kann ja alles nochmal rausschauen, wenn ich da noch einige Sachen haben sollte. Ich habe ja leider 4.500 oder 4.800 gelöscht. Ja, war halt so. Also Ron, ja, Ron und Ray waren auch hier. Ron hat hier nebenan gewohnt und hat auch Musik
Unterricht gegeben. Auch eine schöne Zeit. Und dann haben wir noch die zwei Finger Klassbübchen. Zwei Fingerbruch. Also auch alles unheimlich nette Künstler, die halt hier waren und denen ich da einige schöne Sachen gemacht habe. Aber jetzt, wie gesagt, dieses Jahr 2019 ist halt Prashant, der wie gesagt irgendwann mal vor laufender Kamera, also auch hier in der Kulisse zu sehen sein wird, also auch in dieser Dekoration zu sehen sein wird. Wann das jetzt geschieht, kann ich jetzt nicht einfach so aus dem Stegreif sagen. Wir haben halt korrespondiert per Smartphone und iPhone, da haben wir uns ausgetauscht, aber wie gesagt, es ist eine verdammt große Strecke von Göttingen nach Essen, Essen zu Göttingen, und da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht eine Fahrkarte bekommen, die halt günstiger ist, oder wenn jemand mal mit Prashant zu Essen oder nach Essen oder zu Essen oder hier einen Auftrag in der Nähe ist. Natürlich können wir jetzt halbe irgendwie, aber fahren ist fahren in Köln, aber alles mitschleppen, hat Prashant vollkommen recht. Weil hier ist, wie gesagt, alles, sonst wären die ganzen Künstler nicht hier gewesen, wegen der Ablichtung, wegen den Fotosachen, ist klar, die dann gecovert wurden von jemandem, der hat halt dann die Covers gemacht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch mit Sandra ihr zuzuhören. Ich habe das ja, wie gesagt, beim Sondersender noch laufen, da habe ich auch noch die Akustikband, habe ich auch noch da am Laufen, das weiß ich ganz genau. Sie hat also auch schöne Lieder gemacht, etc. Und Claudia Perez, wie gesagt, war ja mit Wendler da und mit Sander, ja, hier. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Und das sind junge Leute, die, wie gesagt, ihre Sachen hier gemacht haben, My Heart Field. Und auf diesem Weg bedanke ich mich auch nochmal total recht herzlich, dass die hier waren und auch zwischendurch hier erscheinen. So, so einfach, wie gesagt, einen Fanclub leiten, einen Fanclub erstellen, für euch so zu gestalten, dass es euch auch Freude macht, in diesem Fanclub zu sein. Denkt dran, das ist die Showbühne von Prashant. Ihr könnt mit ihm dort, ihr könnt auch eure eigenen Eindrücke einfließen lassen, wenn ihr mal ein Shooting mit ihm hattet. Ich werde viele Sachen raussuchen, ich habe auch gerade viele Sachen rausgesucht, Zeitungsberichte und alles. Ihr könnt alles von Prashant erfahren, was er zurzeit macht, was er gemacht hat. Er wird alles euch sagen und freigeben, was er ihn fragt, wird er auch antworten. Er hat mir ja auch, er hat ja auch ein lustiges Video heute Morgen gemacht. Und wie gesagt, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Abend. Jetzt beschließe ich auch dieses Video. Bedanke mich total und recht herzlich bei Prashant für die unheimlich vielen netten Eindrücke, Bilder, die Auftritte richtig. Es ist nicht so einfach, jetzt alle Titel zu finden, 90 Produktionen, wo er enthalten war. Ich habe auch, wie gesagt, mit ihm vorhin noch gesprochen. Er sagt, da gibt es einige Outtakes, das auch Spaß macht. In einigen Sendungen, die werde ich raussuchen, die Outtakes, könnte man auch sicherlich eine tolle Geschichte rausmachen. Ich werde mir jetzt erstmal ein Skript schreiben, was wir denn machen. On Tour ist klar, er kommt zu Essen, er kommt in die Sendung, Sondersender NRW TV, man kann auch eine Sendung erstellen. Wie gesagt, welche weiß ich noch nicht. Der Sondersender NRW TV ist an sich ein Sender, der nur auf Anfrage Sachen online stellt. Ultra HD Web TV, das ist halt die Arbeitsstelle, wo gearbeitet wird, E-Casting zum Beispiel, ja. Alle, die E-Casting brauchen oder Foto brauchen oder irgendwelche Ablichtungen. Ich hatte ja auch einige Filme, ich wusste gar nicht, aber der ist jetzt auch fertig. Michelle, die da, wie gesagt, nackend da auf einem Bett am Rumrekeln war. Diesen Horrorfilm mit ihr gibt es auch. Ich habe die auf der Timeline hier gehabt, zwecks Geist. Ich weiß nicht, ob der Geist da genommen wurde, weiß ich nicht. Es musste da ein Geist, also es war ein Geist in sie gefahren, das ist so eine Art Horrorfilm. Michelle, die hat es ja selber vorgestellt, ihr wisst ja, wen ich da meine. Michaela, ne? Michaela, genau. Ja, wie gesagt, weiß ich gar nicht, ob Prashant auch schon bei ihr war, weiß ich gar nicht. Ich habe noch keine Bilder mit ihr gesehen, also er mit ihr.
Also er macht ja auch viele andere Sachen. Anmoderation macht er ja auch. Er sitzt ja auch in gewissen Jurys. Ja, also er macht eine Menge. Er macht auch viel ehrenamtliche Sachen. Ja, also wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß, mit ihm zu korrespondieren, mit ihm sich zu unterhalten. Und wie gesagt, dieser Fanclub würde mich wirklich freuen, wenn also viele mitmachen in seinem neuen Fanclub. Wie gesagt, da kann man eine Menge machen. Und wenn ihr mit ihm schon genügend zu tun gehabt habt, macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn man euch dann auch noch kennenlernt, wenn ihr dazukommt. Ja, einige wissen jetzt, wen ich schon meine, aus dem Register Cobra 11 zum Beispiel sind ja eine Menge. Auch im Action-Konzept sind ja auch eine Menge, die da zu Prashant, weil sie Prashant kennen, sonst hätten sie ja nicht den ganzen Film mit ihm gemacht in der Serie. Also er hat ja eine Serienstaffel da, eine komplett Guard als Inder und war ja auch gar nicht mal so schlecht. Muss man schauen, dass ich den irgendwo herbekomme. Ja, also ihr wisst Bescheid. Euer Medienkanzler betreut im Hintergrund viele. Sonst wären die alle nicht hier, sonst hätte ich das alles nicht. Einige Sachen sind leider schon vergriffen, weil ich achte da nicht immer drauf. Ich nahm an, ich habe das noch, zum Beispiel Wendler. Die Geschichte Wendler gegen Wendler war ja auch eine Zeit lang. Wendler ist ja jetzt neu verheiratet und macht sicherlich andere Sachen. Ist halt so, es waren auch diverse andere hier. Ariane Raspe wohnt jetzt mittlerweile nicht mehr in Brilon. Sie wohnt jetzt hier in Steele zum Beispiel. Frank Montenbruck, der ist halt sehr viel unterwegs und auch mit seiner Tochter und alles. Der macht also sehr viele Solo-Einheiten, war ja auch hier. Ja, das ist der sogenannte Abschluss. Jetzt wisst ihr, warum der Medienkanzler eine Zeit lang nicht zu sehen und zu hören war. Jetzt könnt ihr ihn wieder erleben. Der Medienkanzler wird sich sicherlich irgendwas ausdenken. Jetzt freue ich mich erstmal in 9 Tagen. In 9 Tagen ist erstmal Star Wars hier, ja. Dann werde ich natürlich die Star Wars Show nochmal machen. Ich will hoffen, dass in dem Streaming-Bereich von Disney eine Menge neue Informationen kommen. Disney Plus, dann der Disney-Film, dann der Arbeitstitel und so weiter und so fort. Also ihr seht, ich bin immer noch am Ball. Es freut mich, dass ihr halt auch bei mir zuklickt, beim Medienkanzler. Wie gesagt, ich helfe weiterhin Künstler. Künstler helfen Künstler, das bleibt unter dem Motto. Und jetzt helfe ich erstmal, wie gesagt, dem Prashant. Und ich freue mich total recht herzlich, wenn ihr einschaltet, wenn ihr mitmacht und wenn ihr da sozusagen einen Klick da lasst für Prashant oder halt euch eintragt dort, dass das eine große Zahl wird. Ihr wisst ja, Facebook hat seine eigenen Maßstäbe. Und dahin wollen wir gerne zu diesem Markt.